werde oft gefragt, was mich an der Science Fiction so fasziniert. Mir geht es gar nicht so um das Genre, um das Etikett, was draufklebt, sondern es sind einfach die Geschichten, die sich mit der Zukunft beschäftigen, wie es weitergeht mit uns, mit der Menschheit, mit dem Planeten, dem Universum und dem ganzen Rest. Ob man da nun Science Fiction draufschreibt oder was anderes, ist mir eigentlich völlig egal. Ohne dass ich es kommen sehe, stößt sie mich von sich weg. Ich pralle gegen Raymond, der mich ebenfalls wegstößt, und im Nu werde ich von einem zum anderen gestoßen, ohne dass ich etwas dagegen machen kann. Alle lachen und johlen. Und dann stolpere ich plötzlich, ist auf einmal kein Boden mehr da, wo ich hintrete. Ich falle, falle ins Leere, falle ins Wasser, in das Wasser, das ich unbedingt meiden muss. Kalt und nass umschlingt es mich, zerrt mich unbarmherzig in die Tiefe. Der blaue Himmel über mir weicht kochendem Silber, das höhnische Gelächter geht in dumpfem Rauschen und Gluckern unter. Ich kann nicht schwimmen, rudere nur hilflos mit den Armen, spüre Luftblasen aus meinem Mund aufsteigen. Alle, die wissen wollen, wie es mit Saha weitergeht, ich muss das nur noch schreiben. Im Kopf nimmt es schon Gestalt an, es wird eine Fortsetzung geben. Es bleibt nicht bei diesem einen Band, das steht schon mal fest.